Die ab Anfang Februar beim Händler erhältliche CB1100 ist Hondas erster luftgekühlter Vierzylinder nach mehr als 20 Jahren. Mit maximal 90 PS und 93 Newtonmeter bei 5000 Umdrehungen ist das 1140 Kubikzentimeter große Triebwerk definitiv mehr auf Drehmoment, denn auf Spitzenleistung ausgelegt. Wenn man so vor dem Motorrad steht, mag man nicht glauben, dass es vollgetankt, also mit 15 Litern Benzin an Bord, satte 248 Kilogramm wiegen soll. So kompakt, beinahe zierlich, ist sie konstruiert. Auch beim Platznehmen und Fahren wird dieser Eindruck nicht getrübt. Durch die schmalen 18 Zoll Aluminium-Busfelgen ist die CB1100 sehr handlich und dank des großen Lenkanschlags lässt sie sich spielerisch auch durch engste Gassen dirigieren. Erst bei höheren Geschwindigkeiten macht sich die stattliche Gesamtmasse, beispielsweise in Wechselkurven, negativ bemerkbar. Gleiches gilt für das Fahrwerk. Es ist insgesamt sehr komfortabel ausgelegt, ohne dass es an ausreichender Dämpfung mangelt. Nur wer auf letzter Rille unterwegs ist, wird sich eine straffere Grundabstimmung wünschen. Aber für sportliche Fahrer gehört dieses Retrobike so oder so nicht ins Beuteschema. Sowohl die Gabel als auch die Stereo-Federbeine kommen übrigens vom Hersteller Showa und sind jeweils in der Federbasis einstellbar. Der Vierzylinder lässt sich extrem schaltvoll bewegen. Bereits ab Standgas nimmt er sauber Gas an, sodass man schnell im letzten Gang des leise und exakt rastenden Fünfgang-Schaltgetriebes angekommen ist. Zum Überholen oder für die zackige Hausstrecke empfiehlt es sich, mindestens 3000 Umdrehungen auf der Uhr stehen zu haben, dann schiebt das Triebwerk die fast 5 Zentner ordentlich voran. Erst jenseits der 7000 Umdrehungen geht ihm dann ein wenig die Puste aus. So richtig emotional wie das Aussehen der Honda ist die Motorcharakteristik leider nicht. Aber sei es drum. Dafür kann man genüsslich und keinesfalls untermotorisiert durch die Landschaft gleiten. Das macht schließlich mindestens genauso viel Spaß.